Hallo und willkommen zu My Time at Portia. Das ist ja ein wunderschönes Spiel. Es ist schön gestaltet, es ist neu, es ist in der Early Access Phase, muss man dabei sagen. Und es ist unheimlich witzig. Und deshalb starten wir jetzt ein neues Spiel und es ist auf Englisch. Ich werde aber, wenn dann immer nur hier, nicht alles übersetzen, sondern das Wichtigste sagen. So, gucken wir jetzt mal unseren Charakter. Wir machen Mannequin, ne? Nenne ich mich Potschnitt. Komm, Strubbelhaare sind cool. Haarlänge. Ah, mach mal schön Michlaus Lanneberger. Michlaus Lanneberger war blond. So, blond passt. Name wird Pimmelhuber. Das ist ein schöner Name, habe ich gehört. So, das Gesicht. Blaue Lippen. Der Junge soll mal Luft holen. Ja, das nehmen wir. Ein bisschen feminin, aber doch männlich. Er sieht ein bisschen dämlich aus, oder? Komm, nimm mal den dämlichen. Skin Color. Hier eine Kalkleiste. Ja, hier so leicht angebräunt, ne? Upper Face. Eye Color. Ja, dann nehmen wir mal. Grün. Rot ist die Eye Color 2, weiß auch kein Mensch, ne? Ja, wird auch grün, fertig. Oh. So, komm, ein bisschen. Bisschen spitzes Kinn, ne? Hier so ein bisschen männlich markant. Ah, nee, das sieht schäbig aus. Ja, wie Schumachers Enkel. So, die Lippenfarbe, die ist natürlich ein bisschen. Die ist natürlich ein bisschen, so lassen wir den jetzt. Pimmelhuber ist fertig. Und jetzt beginnt das Spiel Time of Portia. We're coming up on Portia. Whoa, that looks beautiful. What are you gonna do there? Ruin diving? Something like that. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Well, good luck to you. Thanks. Und somit ist Pimmelhuber auf Portia gelandet. My Time at Portia. So, wir fangen an. Ich finde den Grafikstil voll cool. Wenn ich ehrlich sein darf. So, Priestley, Commission of the Portia Commerce Guild. Presley, how do you do? Ah, good to see you again. Hope you had a pleasant journey from Barnarok, right? That's quite ja, ich hoffe, hat so gute Reise und Barnarok, richtig? Yeah. Sehr weit. Yeah, baby. Anyway, I'm here to show you to your workshop, so if you would please follow me, it's pretty close. Er zeigt unsere Werkstatt und wir sollen folgen. I wonder what it's like. I didn't get to know my pa too well. No one's been working there since your pa left Portia so many years ago. He was a good friend. Ja, der Vater von Pimmelhuber hat Portia verlassen vor ein paar Jahren und war ein guter Freund von Presley. So, jetzt müssen wir hinterher rennen.
So. Springen können wir, rennen können wir. And here we are, your workshop. Und hier ist unsere Werkstatt. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homely. Ja, sieht nicht beschissen now aus. Es look, here's a letter schaut aus wie zu Hause. He asked me to present it to you when you've seen this house. Dann bekommen wir einen Brief von Papa. Wenn du diesen Brief liest, bin ich am anderen Ende der Welt. Oder auf der anderen Seite der Welt. Ist er jetzt auf der anderen Seite der Welt oder ist er hops gegangen? Ich hoffe auf der anderen Seite der Welt. Er entschuldigt sich dafür, was für ein Vater er war. Hat sein Workshop-Handbuch da gelassen mit Rezepten und sowas und er wünscht ihnen ein wundervolles Leben und dass er Spaß hat. Hier ist das Workshop-Handbuch of your paws. Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it. Jo, wir haben das Handbuch gekriegt und dann sind wir morgen zur Porsche Commerce Guild kommen am Peach Plaza. Und dann kriegen wir eine Bilder-License nach ein paar Tests. Got it. Tomorrow. Oder zwei Tests. Okay, morgen. Anyway, I'll leave you be. Get some rest. So, geh schlafen. Bye, Presley. Thanks for your help. So, jetzt schlafen wir. Tag 2, Monat 1, Jahr 1. This house is so worn. I need to fix it or I won't be getting a good night's sleep. Go to the Commerce Guild. Aha, wir brauchen Holz, um es zu reparieren. Okay. Ich habe ja mich schon ein bisschen bei YouTube schlau gemacht. So englischsprachige. Click to see Tutorial. Das für mich. Okay, tolles Tutorial. Passt, passt. So, hier ist der Marker. Da müssen wir hin. Hier sind wir und da ist eine Ruine, okay. So, dann gehen wir nochmal hin. Oh, Post ist da. Von den Porsche Times. Das ist die Porsche Times. Wir sind gesponsert von City Government and the Local Kermisch Guild. Am 1. des Monats kriegen wir immer eine neue Ausgabe. Weg damit dir. Okay, ich weiß nicht, wie ich es löschen kann. So, gehen wir mal hoch hier. Was ist das denn? Und Stein. Und noch ein Stein. Ich weiß, dass wir es nachher brauchen werden, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Da, Kiva. Hey there, I'm Chiwa. The smallest of the Hulu brothers. There are seven of us, so it'll probably take auch sieben Brüder gibt's von denen. Okay, er fischt gerne. Nee, krieg ich kein Geschenk von uns. So, tschüss. Wer bist du denn? Hallo, Sonja. You're that new person. Ja, you bin just ich. Inherited that workshop outside of town, right? Oh, sorry. Where are my manners? I'm Sonja. Hi, Sonja. Was machen wir hier denn? Komm, ich chatte erstmal. The beverages here are all brewed by the brewmaster Django himself. Try them all. So, das da. Ah, schnick, schnack, schnuck. Ah. Okay. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Ha! 2-1.
Oh, die Kuh hat gewonnen. Ja, sie hat gewonnen. Okay. Wie sie geht. Alle Schnittchen. So, wir haben 8.16 Uhr. Nice to see you. How are you settling in? Yo, ganz gut, hab mich eingelebt. Ja, gut, gut, gut. Let me introduce you to the Commerce Guild. We're the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. We're pretty busy throughout the year. Now then, let me give you your builder test. This is pretty easy. Make an axe and pickaxe and bring them to me. You need to have wood and stones to make these. You can gather them on your own or buy them from the Total Tools in Central Square. After you have the raw materials, you need to craft the items on a work table. I saw your pals with one in your yard. Jo, jetzt kommt der Bildertest. Wir sollen eine Axt und eine Pickaxe machen. Dazu brauchen wir Holz und Stein und das Material können wir aufsammeln. Haben wir ja gerade schon mal angefangen. Und dann sollen wir es an der Werkbank bei unserem Zuhause von unserem Vater an der Werkbank zusammen craften. Achso, hier ist noch ein Infoblättchen. Oh, wer ist er denn? Hi there. I know who you are. I'm Antoine. Antoine. We'll probably be seeing each other a lot. Antoine ist gruselig. Gut. Dann sammeln wir jetzt Holz und Stein und dann bauen wir uns eine Pickaxe und eine Axt und... Ach, Pinky soll eine Katze darstellen. Ja, das ganze Interagieren mit den anderen Leuten machen wir noch. Stein. Stein. Holz. Das Gute ist, bei allem, was man aufheben kann, es glitzert ja ein wenig. Und lässt sich dadurch auch vielleicht etwas leichter finden. Was heißt vielleicht? Bestimmt lässt sich es leichter finden dadurch. Dann hier. Oh, Küken! Hühner und Enten und Küken. Merke, Küken klauen ist keine gute Idee. Man wird angegriffen von den Viechern. Boah, was für Rotzlöffel. Na gut. Dann auf zu unserer Werkstatt. Zum Craften. Dann craften wir uns jetzt gleich mal eine Axt und eine Pickaxe. So, jetzt haben wir 12, 15 Holz, 17 Holz, 21 Steinchen. Ich hoffe, das reicht. So. Ah, ist das schön hier. Ist das schön. Und ich würde sagen, wie es weitergeht mit dem Craften und so weiter, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Gebt doch mal einen Senf dazu, was ihr von dem Spiel haltet. In diesem Sinne, auf die Wiese gehen. Ciao, ciao, euer Müser. Bis dann.